Im Yoga geht es in der Symbolik immer darum, den Adiyogi oder den Shiva immer als einen halben Mann und eine halbe Frau zu zeigen. Die Grundidee ist, jeden daran zu erinnern, dass dies die Natur ihrer Existenz ist. Dieses Gleichgewicht zwischen dem Maskulinen und dem Femininen herzustellen, ist daher die wahre Ermächtigung der Menschheit. Wenn das Feminine den richtigen Platz in der Welt finden soll, müssen wir eine ausgewogene Gesellschaft schaffen, in der die feineren Aspekte des Lebens genauso wichtig sind wie das Überleben. Wenn in unseren Bildungssystemen Musik, Kunst, Ästhetik genauso wichtig werden wie Wissenschaft, Mathematik und Technologie, nur dann wird das Feminine in einer Gesellschaft ihren Ausdruck finden. Es ist an der Zeit, dies zu verändern. Wir sind also an einem Punkt angelangt, an dem die Technologie einen physischen Raum geschaffen hat, an dem Männer und Frauen in gleichem Maße teilnehmen können. In vielerlei Hinsicht, überall auf der Welt, wird die Wirtschaft der Hauptfaktor im Leben der Menschen sein. Es ist sehr wichtig, dass die Frauen der Welt an diesem Prozess teilnehmen, um eine sanftere Wirtschaft zu schaffen, eine Wirtschaft, die nicht brutal ist. Es ist sehr wichtig, dass es in der Unternehmensführung, in den Vorstandsetagen dieser Nation und der Welt Frauen gibt, die feminin sind. Nicht Frauen, die versuchen, sich maskuliner zu geben als Männer, sondern Frauen, die wirklich etwas Feminines in sich tragen. Und auch Männer, die sich nicht schämen, feminin zu sein, wenn sie es sein müssen. Dieses Gleichgewicht muss in einer Gesellschaft herbeigeführt werden. Nur in diesem Gleichgewicht gibt es Ermächtigung. Was man als Blüte bezeichnet, ist ein zerbrechlicher Ausdruck einer kräftigeren Pflanze. Doch ohne die Blüte würde die Pflanze nichts bedeuten. Das, was wir als feminin bezeichnen, ist also ein zerbrechlicherer Ausdruck dessen, was wir sind. Aber ohne es wären wir nichts.